Also bei so vielen Gegnern kann uns nur noch eines retten. Die Trägheit von Rabbit Rosalina. Katztastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Mario & Rabbit Sparks of Hope hier auf Katze. Mit unserer lustigen Truppe, bestehend aus Luigi, Rabbit Rosalina und Rabbit Peach, geht es weiter durch Prima Paletti. Wir haben schon einiges geschafft, aber eigentlich, und das gehen wir jetzt so langsam an, wollten wir zu Tristans Haus. Ja. Der gute alte Tristan, der hat uns ja darüber geschickt, weil wir nur dadurch die Möglichkeit bekommen, irgendwie nach hinten zu kommen. Ja, also auf jeden Fall auf die andere Seite der Insel, des Planeten. So oder so ähnlich. Oh, wer ist das denn? Level 22. Auf welchem Level sind wir? 19. Vielleicht war das gar nicht so klug. Annäherung. Überlebe. Oh, okay. Wenn wir Überleben spielen, macht es Sinn, wenn ich eine Truppe habe, die mich gut verteidigt. Und da gehört der Luigi leider nicht dazu. Das heißt, ich tausche meine Truppe ein bisschen aus und wechsle Luigi mit Peach aus. Und die Damen hier in unserer Truppe, außer Rebella, sorgen dafür, dass wir gut geschützt sind. Rabbit Peach hat die Heilungsfähigkeit. Rabbit Rosalina kann mit der Lethargie dafür sorgen, dass meine Gegner sich nicht bewegen können. Und Prinzessin Peach hat ja den Schutzschirm, der auch sehr, sehr praktisch ist. Zusätzlich dazu gibt es hier noch ein paar Verteidigungssparks. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen, oder? Der Vampir-Spark ist auch sehr praktisch. Dann kriegen wir noch sogar Energie zurück. Okidoki. Dann wollen wir doch mal sehen, wie machen wir das am besten. Theoretisch sollten wir uns einfach hier hinten aufhalten und gar nicht erst auf das Kampffeld runtergehen. Oder doch? Ja, wisst ihr was? Ich probier's doch mal. Weil meine Gegner ja eine Windschwäche haben. Und das könnte vielleicht sehr, sehr effektiv sein. Schauen wir doch mal. 1 und 2 und 3. Wunderbar. Einen habe ich sogar umgehauen. Das Problem ist jetzt nur, dass Rabbit Rosalina, Rabbit Peach da unten ist. Außer aber, ich bringe sie wieder nach oben. Und wisst ihr, wie ich das mache? Indem ich Rabbit Rosalina runterschicke, die sich dann aber unten unsichtbar macht. Das wäre eine Alternative. Oder noch besser, ich gehe jetzt mit Prinzessin Peach runter, direkt in das Kampffeld hier und sorge dafür, dass diese Gegner schnell besiegt werden. Denn ich muss ja 8 Runden überleben und zusätzlich dazu kommen ja noch Gegner bestimmt über Portale raus. Das wäre sonst viel zu einfach. So, komme ich hier noch? Moment. Ach so, ich habe keine Raserei mehr. Okay, dann kann ich jetzt nur noch meinen Schirm einsetzen. Meinen Donnerwetterschirm. Ich kann allerdings nie so schießen, dass es für mich irgendwie ganz passabel ist. Okay. Dann, Moment, ich muss eigentlich mit Prinzessin Peach schießen. Oder hier. Okay, wir machen das so. Trio Infernal auf diesen Gegner. Und Prinzessin Peach haut jetzt nochmal mit dem Donnerwetterschirm rein. Und dann ist aber einer übrig, oder? Egal. Muss ich jetzt in Kauf nehmen. Wir haben ja noch Rosalina. Und da oben ist noch ein Feuerknecht. Ah, nee. Der passt mir auch ehrlich gesagt gar nicht in den Kram. Trägheit habe ich. Betrifft aber nicht so viele von meinen Gegnern. Dann machen wir das so. Hier, zack, Trägheit. Ja, da treffe ich den einen da hinten auch nicht. Außer aber ich fliege darüber in die Mitte. So. Ja, ist vielleicht nicht das Beste, was man machen kann in der Situation, aber hey, immerhin. Oder nee, ich schieße besser und mache mich dann unsichtbar. So, die kann ich leider nicht besiegen, aber dafür ordentlich Schaden machen. Und dann die Trägheit nutzen. So. Warum habe ich das so gemacht? Einfach, weil möglichst viele meiner Gegner gleichmäßig wenig Energie haben sollen, damit ich sie dann gebündelt mit meinem Schirm besiegen kann. Oh, jetzt geht's schon los. Aber das Schöne ist, die sind ja länger verzaubert, oder? Oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Wir werden es gleich sehen.
erstmal eine Raserei. Nummer 1 und Nummer 2 kann auch Rabbit Peach erledigen. Und dann sollte ich entweder schießen oder in die Verteidigung übergehen und mich aus dem Staub machen, bevor es knifflig wird. Hier noch die Raserei. Ah ja. Die kann ich auch noch schön nutzen. So. Und jetzt... ich weiß ja nicht, wer oder was aus dem Portal kommt. Das ist das, was mir so ein bisschen Bauchweh schenkt und verleiht. Es verleiht mir Bauchweh. Ja, so oder so ähnlich. Und den würde ich treffen. Aber nicht viel abziehen. Ja, vielleicht sollte ich das trotzdem machen. Weil dann kümmern sich Rosalina und Peach um die anderen Gegner. Okay. So, mein Freundchen, mein lieber Feuerknecht. Du kriegst die Trio Infernale. 130, na immerhin. Und jetzt Prinzessin Peach. Hier brauche ich den Super Blast. Und der besiegt die zwei ebenfalls noch nicht. Ich habe auch keine Raserei mehr übrig. Na egal. Muss ich wohl machen. Nicht mal einen besiegt. Das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Okay, dann schütze ich mal lieber unser Team. Mit der Teambarriere. Leider nicht Rabbit Peach, aber zumindest mal Peach selbst und Rosalina. Also Rabbit Rosalina. Attackieren kann ich hier nicht, aber dafür mal... Kann ich beide erwischen? Das geht manchmal, oder? Manchmal geht das aus irgendeinem Grund und manchmal nicht. So, dann setze ich noch Schutz ab. Wobei, Schutz ist dann doppelt gemoppelt. Lass ich mal. So, der haut ab. Attackiert jetzt, zieht aber nichts ab aufgrund des Schutzschildes. Jetzt kommt ein blauer Knecht dazu. Zieht auch nichts ab. Aber was kommt jetzt da hinten? Aus diesem Portal. Oh nee, nicht nochmal so einer. Autsch. Das tat weh. Und ein normaler blauer Knecht. Autsch. Echt fiese Sache. Noch mehr Gegner? Ach, hört doch auf. Oh, oh. Ich muss Rabbit Peach schleunigst aus diesem Platz rausbringen. Die muss hier abhauen. So. Sie hat noch die Schutzfunktion. Die ist allerdings hier im Moment gar nicht so notwendig. Hier, Doppelraserei. Kann ich gleich mal theoretisch nutzen. Ja, doch. Nutze ich hier. Und dann vielleicht die Ecke, weil da der stärkere Gegner ist. Hier. Zieht zwar nicht ganz so viel ab, aber jedes bisschen zählt. So, Peach hat ansonsten voll Energie, deswegen habe ich meinen Spark nicht genutzt. Reflektieren schalte ich mal ein, falls ich attackiert werde. Und dann... Oh, jetzt treffe ich den immer noch nicht. Aus welchem Winkel muss ich denn schießen? So nicht? Ach, hört doch auf. Na gut, Raserei. Was mache ich da jetzt am besten? Gute Frage. Vielleicht erstmal Rabbit Peach retten? Moment, da muss ich ihr ein bisschen entgegenkommen. Und jetzt Teamsprung und auf und davon. So, hier können wir auch noch meine Teammitglieder heilen. Jedes bisschen zählt. Dann brauche ich noch den normalen Heilungsprozess. Ich habe ja sehr viel Schaden genommen in dieser Runde mit Rabbit Peach. Und dann können wir das Ganze auch schon vielleicht windstoßempfindlich. Ich habe aber keinen Windstoß mehr. Ah, das ist nicht einfach. Was mache ich denn jetzt? Trio Infernale. Ja, zieht ein bisschen was ab, aber nicht so viel. Aber mit Rosalina kann ich auch noch schießen, oder? Moment, jetzt hier. Ja, mit ihr kann ich auch noch schießen. Okay, dann können wir theoretisch noch diesen schweren Gegner hier platt machen. Ich aktiviere noch ein Schutzschild für uns. Und dann kommt es gleich noch zu einer Raserei. Oder ich schieße lieber. Moment mal. Sternschleuder. Aber dann treffe ich den da unten ja nicht. Genau. Schade, dass es nicht so gehandhabt wird, dass ich alle in einer Reihe treffen könnte. Dann wäre ja die Sternschleuder von Rabbit Rosalina wirklich Gold wert. So, hier. Doppelschleuder. Also Doppelraserei. Und ja, den müsste ich schon platt machen. Sicher ist sicher. Okay, und jetzt mit Prinzessin Peach nochmal hier eins ordentlich auf meine Gegner drauf.
Und damit sind wir mit der Runde durch und haben die kniffligen Gegner alle besiegt. Wir haben jetzt nur noch diese blauen und roten Knechte. Boah, die Arme. Das war fies. Oh, der da oben ist ja auch noch am Start. Habe ich ganz vergessen? Natürlich. Ja, Entschuldigung. Oder zum Glück, wie auch immer. Und was machen wir jetzt? Oh, neues Portal. Zwei Portale. Okay, Freunde, macht, was ihr wollt, aber wir müssen von hier schleunigst verschwinden. Aber wirklich, das ist jetzt höchste Eisenbahn. Das heißt, wir gehen wieder nach oben. Vor allem mit mit Rabbit Peach und auch mit Rabbit Rosalina. So, Raserei wurde genutzt. Ich habe noch die Unsichtbarkeit. Vielleicht behalte ich die auch mal im Auge. Weil die nochmal sehr praktisch für Rosalina sein wird. Ich kann mich ja dann so unsichtbar machen, dass mich meine Gegner gar nicht sehen. Der große Haufen, der dann erscheinen wird. Und meinen Spark werde ich wahrscheinlich für später brauchen. Oh, ich hätte vielleicht noch Rosalina heilen. Achso, nee, kann ich ja gar nicht. Ich kann ja nur im Flug heilen, aber mehr auch nicht. So, drehe ich Banale auf den Feuerhaini. Vielleicht kann Peach den noch komplett platt machen. Vielleicht auch nicht. Schockwellenwindstoß funktioniert nicht. Ich habe hier noch zwei Rasereien offen. Das wäre einmal der Kollege. Ach so, nee, den besiege ich dann auch nicht. Dann machen wir erstmal den blauen platt. So. Und dann gehe ich hier nach oben, sodass Peach und Rabbit Peach geschützt sind. Schießen kann ich von hier aus nicht, außer soll ich ein bisschen näher an den Zaun. Achso, ja, hier habe ich auch keine Raserei mehr. Aber ich muss mich unbedingt noch mit Rabbit Rosalina unsichtbar machen. Weil sonst habe ich ein großes Problem, wenn ich dann attackiert werde. So, leider nicht besiegt. Aber das müsste eigentlich Peach schaffen, wenn sie ihren Donnerwetter noch einsetzt. Komm, wir machen das so. Und bam! Wunderbar. So, das war's mit der Runde. Viel mehr können wir nicht tun. Jetzt sind unsere Gegner dran. Und ja. Oh, Glück gehabt. Der Zaun hat mich gerettet. Oh nein, schon wieder diese Magier, diese Hexen. So, der macht nichts. Was kommt da jetzt noch raus? Ein Feuerknecht. Und da. Oh nee, nicht nochmal so einer. Okay, okay. Ganz viele neue Gegner sind jetzt erschienen. Und Rabbit Rosalina ist nur noch eine weitere Gegnerrunde unsichtbar. Sie sollte sich jetzt auch so langsam aus dem Staub machen. Das mache ich mir gleich auch zunutze, diese Möglichkeit. Und kehre zu meinen Freunden zurück. Wobei ich kann jetzt noch sehr offensiv hier unten stehen. Einfach aufgrund dessen, weil ich noch unsichtbar bin. Auch in der nächsten Runde. So machen wir das mal. Dann ist da auch keine Schutzmauer mehr. Oh, wir haben noch die Lethargie. Und die hebe ich mir auf für die nächste Runde, glaube ich. Weil ich dann auch keine Unsichtbarkeit mehr habe. Es wäre jetzt verschwendet, die Lethargie jetzt schon einzusetzen. So, bitteschön. Und dann haben wir hier noch die Möglichkeit, unseren Donnerwetterschirm einzusetzen, um zumindest einen Feuerknecht zu besiegen. Gucken wir mal. Oh, würde ihn aber auch nicht ganz platt machen. Na egal. Immerhin. So, dann war's das für uns. Jetzt sind unsere Gegner dran. Die ersten kommen schon nach oben und springen dann auch wieder runter. Oh, Peach steht viel zu nah am Zaun. Oh, oh, was kommt da jetzt? Ah, nein. Oh, das war stark. So, ja, okay, okay. Ansonsten bleiben sie mehr oder weniger so stehen, wie sie die ganze Zeit schon stehen. Aber wenn meine Gegner schon so weit unten stehen, wisst ihr was? Dann werde ich meine Lethargiefähigkeit noch aufheben. Für den Notfall. Und stattdessen werden wir jetzt einfach mal alle nach hinten gehen. Dann müssen alle Gegner auch erst einmal zu uns nach oben kommen. Und solange oben kein Portal erscheint, sind wir da ehrlich gesagt auch ziemlich sicher. Und nicht nur das, ich kann sogar das gesamte Team einmal heilen. Mit der Hilfe von Rabbit Peach. Und das gleich doppelt. Denn einmal mit dem Teamsprung und einmal mit der Heilungsfähigkeit. Schaut mal. Zack. Und
Ja, nur Rabbit Rosalina braucht noch Energie, kriegt sie aber mit Hilfe des Teamsprungs. Oder vielleicht auch nicht. Warum auch immer das jetzt nicht funktioniert hat. Sonst geht es doch immer mit dem Teamsprung. Egal. Boah, die können uns trotzdem attackieren? Okay, zumindest der eine konnte uns attackieren. Okay, der wahrscheinlich auch. Ah, ich dachte, ich stehe schon weit genug weg. Na, egal. Alles gut. Das sollte es mit der Runde gewesen sein. Gut. Helden sind dran. Und wir müssen noch zwei Runden überleben. Jetzt ist es aber langsam an der Zeit, die Lethargie zu nutzen. Weil sonst habe ich ein kleines Problem. Also gut. Auf Position. Dann brauchen wir noch die anderen. Wie lange hält die Lethargie immer an? Zwei Runden oder nur eine? Müssen wir gleich in Erfahrung bringen. Okay. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, dass wir möglichst viele von meinen Gegnern in diese Lethargie bringen. Vielleicht sollte ich mich an die Ecke dieser Plattform stellen. Doch das schaffe ich nur mit einem Teamsprung. Bevor ich das mache... Ja, ich muss da einfach nach vorne an die Ecke. Doch. Okidoki. Und zack. Und jetzt mit Rabbit Rosalina an die Ecke fliegen. Wir können vorher noch attackieren. Das ist auch noch wichtig. Weil wenn ich jemanden attackiere, der in der Lethargie ist, wird er automatisch davon wieder befreit. Also, zack. Der wäre erledigt. Und jetzt... Ja, damit treffe ich alle. Okay, wollen die anderen noch was machen? Ich überlege gerade, macht das Sinn? Trio Infernale können wir auf jeden Fall noch einsetzen. Auf irgendeinen Gegner. Und Prinzessin Peach mit ihrem Schirm eigentlich auch noch. Ja, schaut mal, das ist doch ganz gut. Volle Kraft voraus, sagt man so schön. Dann Teamsprung. Oh, ich kann noch heilen. Oh ja, ich bin ein bisschen schräg geflogen für einen Heilungsprozess, den ich hier noch aktiviert haben könnte. Jetzt, Donnerwetter. Moment. Wir nehmen hier die blauen Knechte mit. Das war schön. Einen Angriff haben wir aber noch übrig. Und das ist der von unserer lieben Rabbit Peach. Mit der Trio Infernale. Da können wir zumindest einen dieser Knechte besiegen. Und zum Abschluss wird Rabbit Rosalina, das ist der wichtigste Angriff in meiner Runde, die Lethargie nutzen. Damit sind alle in der nächsten Runde gesperrt. Mindestens in der nächsten Runde. Vielleicht sogar die Runde drauf, aber da bin ich mir gar nicht so sicher. Und dann war's das. Gegner sind dran, können nichts machen, ich bin wieder dran. So, den können wir umhauen mit einer Raserei. Und dann würde ich sagen, einfach nur weg von hier. Wir müssen nur noch eine Gegnerrunde überleben. Und wie schon gesagt, vielleicht hält die Lethargie sogar noch an, sodass ich jetzt schon sogar meinen Zug beenden könnte. Da ich mir aber nicht sicher bin, möchte ich mal nicht auf Risiko spielen, sondern bin lieber vorsichtig. Und für den Fall der Fälle habe ich sogar noch ein Schutzschild mit Prinzessin Peach. So, bitteschön. Jetzt sollte uns wirklich gar nichts mehr passieren. Zack, Gegner sind dran, können sich nicht bewegen. Ich bin dran, hab gewonnen. Ah ja, hält also zwei Runden. Diese Lethargie. Oh, Rabbit Rosalina ist schon eine sehr mächtige Figur im Spiel. Und wir bekommen eine Karte. Urwald Aero-Klinge erhalten. Ach so, das war keine Karte. Das war ein Skin. Also ich kann das Aussehen meiner Waffe von Rebella verändern. Das ist ja auch immer ganz nett. Hier sind wir wieder auf dem Kürbisfeld mit unseren Damen. Schauen wir mal, wo es weitergeht. Eigentlich auch hier. Ach so, ich muss die Leiter da runter. Und schaut mal, wie der Zufall es so will, würde es hier auch direkt für uns weitergehen, denn da ist Tristans Haus. Über die Brücke und dann geradeaus, falls ihr an der fiesen Kreatur vorbeikommt. Ich bleibe hier. Okay, da geht das Abenteuer dann für uns direkt weiter. Aber was ist hier hinten noch? Gibt es hier noch irgendetwas Wichtiges, was ich noch nicht entdeckt habe? Zum Beispiel hier. Eine unsichtbare Brücke. Na, wer hätte das gedacht? Die war doch gut versteckt. Wie lange dauert das? Okay, da vorne ist nur noch der Gegner. Aber das war doch zu Beginn von Prima Paletti der Weg zum verwunschenen Wald. Wenn mich nicht alles täuscht.
Demzufolge haben wir alles soweit hier erledigt. Den Baum kann ich auch nicht schütteln. Da oben ist auch noch ein Weg. Achso, und da kommen wir. Ah ja, da hinten ist der Herr Tristan. Hier ist unsere WM-Arche. Und oh ja, da sind wir wieder. Okay, interessant. Sehr, sehr interessant. Und hier, die Brücke ist kaputt. Misera Schergen haben die Brücke zerstört und ich komme nicht mehr auf den Markt. Bitte, davon lebe ich doch. Och, wir würden dir gerne helfen, aber wir wissen aktuell nicht wie. Wir finden schon einen Weg. Versprochen, mein Freund. Okay. Da ist Tristans Haus. Warum ist er eigentlich nicht zu Hause? Naja, das erfahren wir beim nächsten Mal. Meine Lieben, tippt auf dieses Video, um was anderes Tolles sehen zu können. Bleibt katztastisch.